Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf dem Atzenberger Online-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir im Test. Wir haben von Grison den Softcake der Saison in der Sorte, ja, ihr liest richtig, Bratapfel. Also da bin ich gleich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze schmecken wird. Wie immer, ich kenne die Sorte natürlich noch nicht. Wir haben ein zartes Gebäck mit 55% Füllung mit Bratapfelgeschmack und 17% Schokolade. Ein fruchtiger Genuss in der Winteredition, so steht das Ganze hier in einer Artikelbeschreibung im Internet, die ich gefunden habe. Wir haben 2x 150 Gramm, bezahlt habe ich dafür 1,29 Euro und gekauft habe ich diese Sorte bei World of Sweets. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, da sind sie schon. Okay. Wir öffnen sie. Oh, ich habe einen Keks angeschnitten. Nicht schlimm. Gut, ich lege es wie immer ein wenig anders hin und dann beginnen wir. Schon geht's weiter. Ich habe jetzt einen kleinen Teil der Softcakes hier auf meinen Testteller gelegt. Einen habe ich schon durchgeschnitten. Wir schauen jetzt mal hinein, wie es aussieht für die Leute, die diese Kekse vielleicht noch gar nicht kennen. Also es ist wirklich ein ganz softer Keks. Hier oben haben wir unseren Schokoladenüberzug. So, und das hier ist unsere ja, Bratapfelfüllung. Das Ganze ist so ja Gelee. Mäßig gehalten, sage ich mal. Ja, das ist unser Keks. Ich probiere ihn jetzt. Also ehrlich gesagt, riechen tut es schon mal sehr, sehr lecker, sehr fruchtig. Ja, ich beiße jetzt einfach mal rein. Mhm. Interessanter Geschmack. Also erstes schmeckt man auf jeden Fall die mega zarte Schokolade raus, die da drumherum ist. Die ist schon mal richtig, richtig gut. Ja, was soll ich sagen? Die Füllung erinnert wirklich so ein bisschen an Bratapfel. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gegessen habt. Also es geht auf jeden Fall in die Richtung und schmeckt wirklich relativ gut. Also ich bin ehrlich, ich hatte jetzt etwas schlimmere Befürchtungen, dass das Ganze nicht so lecker ist, aber es schmeckt wirklich lecker. Probier noch mal ein Stückchen. Na doch, ist wirklich sehr, sehr schön fruchtig. Der Keks unten ganz, ganz soft. Sehr fluffig. Mhm. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die wirklich so gut schmecken. Ob ich mir die Sorte jetzt nochmal kaufen würde, weiß ich nicht. Dafür finde ich die anderen Sorten dann doch vielleicht ein bisschen besser. Aber es ist wirklich eine positive Überraschung. Ich war der Sorte gegenüber sehr, sehr skeptisch eingestellt. Aber da die halt ganz neu ist, habe ich gedacht, kauf sie mal und teste sie hier mal. Und es war eine richtige Entscheidung. Also ich werde den Rest der Kekse auf jeden Fall aufessen. Ja doch, kann man auf jeden Fall mal machen. Okay, dann zeige ich euch jetzt nochmal die Zutaten und die Nährwerte für die Leute, die sich dafür interessieren. Und dann gibt es schon meine abschließende Bewertung zu diesen Grison-Keksen. Ich vergebe den Doppeldaumen nach oben für den Softcake der Saison mit Bratapfelgeschmack. Ich hätte nicht gedacht, dass der wirklich so gut ist. Der passt auf jeden Fall gut jetzt hier in die herbstliche Zeit, in die Winterzeit. Für die Leute, die Kaffee trinken, dazu kann man den auf jeden Fall gut mal wegsnacken. Kann man natürlich auch so jederzeit essen. Also ich finde die auf jeden Fall relativ gut, wie gesagt. Hätte ich nicht gedacht, dass die wirklich so lecker schmecken. Ein bisschen außergewöhnlicher Geschmack, aber sehr lecker, sehr fruchtig, leckere Schokolade. Ja, ihr kennt ja die Softcakes, also die sind eigentlich immer ziemlich gut, nur wie gesagt, die Füllung variiert halt. Und hier ja, hat man auf jeden Fall ins Schwarze getroffen. Ich hätte es nicht gedacht, Doppeldaumen nach oben, probiert sie mal, kauft sie mal nach und schreibt mir mal was dazu in die Kommentare, wie eure Meinung zu dieser Sorte aussieht. Auch wenn es ein bisschen komisch klingt, gebt dem Ganzen mal eine Chance und probiert sie mal. Ich habe es ja auch gemacht und war relativ begeistert, sage ich jetzt einfach mal. Okay, so, das war's schon wieder für heute mit meinem kleinen Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, haut einen Daumen raus, ein Abo. Wenn ihr mich noch nicht abonniert haben solltet, schaut euch auf dem Kanal ein bisschen um. Ich habe über 500 Videos mittlerweile. Vielleicht ist da noch was Interessantes für euch dabei. Ich habe auch Konsolen und Gadgets, die ich ab und zu mal teste. Ansonsten schaut morgen wieder bei mir rein. Ich mache jeden Tag neue Testvideos. Vielleicht ist morgen für euch auch was Schönes wieder am Start, was euch interessieren könnte. Mich würde es freuen, euch auch morgen wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao, sagt euer Atzenberger.